Nach dem Datenskandal bei Facebook würde ich in diesem Video gerne zeigen, wie man den Browser konfiguriert, damit er datensparsam unterwegs ist. Da Chrome von Google kommt, würde ich auf jeden Fall die Benutzung von Firefox empfehlen. Den habe ich ja auch jetzt gerade frisch gestartet nach einer Neuinstallation und ich würde mit euch mal alle Einstellungen durchgehen, die man beachten muss, dass nicht so viele Daten beim Surfen anfallen. Dazu gehe ich jetzt als erstes mal in die Einstellungen von Firefox und die gehen wir von oben bis unten einfach durch. Ja, Firefox aktuell, das passt. Firefox, was er beim Starten anzeigt, Startseite anzeigen. Da ist es zum Beispiel auch ratsam, eine leere Seite anzuzeigen, denn die Startseite ist meist mit irgendwelchen Cookies ja, verseucht oder die Startseite ist Google und dann weiß Google schon, dass ihr da seid. Also von daher leere Seite anzeigen kann man hier machen. Tabs ist jetzt erstmal nichts Spannendes. Gehen wir mal weiter runter. So, den DRM-Kopierschutz mal deaktivieren, kann man ja wieder aktivieren, wenn man was abspielen will, aber auch da werden Daten übertragen. Updates, klar, da werden auch Daten übertragen, weil halt eine Update-Prüfung gemacht wird, aber aus Sicherheitsgründen sollte man das auf jeden Fall drin lassen. So, das war es jetzt schon mal hier und jetzt gehen wir auf Suche, da wird es dann jetzt nochmal spannend. Hier ist zum Beispiel drin Suchvorschläge anzeigen, das heißt, wenn ihr anfangt zu tippen, werden diese Tastenanschläge schon übertragen. Das kann man einfach hier rausnehmen. Google ist eine Datenkrake, deshalb sollte man hier entweder DuckDuckGo verwenden oder eine ganz andere Suchmaschine. Wenn man ein bisschen runterscrollt, kann man hier auf weitere Suchmaschinen hinzufügen gehen. Und hier kann man dann auf Startpage klicken. Das ist im Grunde ein Google Proxy. Also wenn man die guten Suchergebnisse von Google haben möchte, aber verhindern will, dass Google die Daten bekommt, nimmt man halt hier Startpage. Die haben eine gute Datenschutzerklärung. Ich kann jetzt hier einfach klicken, zu Firefox hinzufügen, bestätige das nochmal. Und wenn ich jetzt zurück in die Einstellungen gehe, sollte sich das hier gleich ändern. Die Standardsuchmaschine, oder ich kann sie zumindest auswählen. Genau, auswählen kann ich sie. Jetzt ist hier Startpage ausgewählt. Auch hier natürlich keine Suchvorschläge anzeigen. Gut, dann sind wir jetzt hier fertig bei Suche. Gehen wir auf Datenschutz und Sicherheit. Auch hier wird es spannend. Zugangsdaten und Passwörter für Websites sollte man generell nicht speichern. Die können sonst einfach ausgelesen werden. Oder man sollte zumindest ein Masterpasswort verwenden. Oder noch besser, man verwendet einen Passwortmanager wie KeePass. So, und ganz gute Option hat man hier bei Firefox, um die Chronik regelmäßig zu löschen. Chronik ist hier ein bisschen irreführend, denn damit sind im Grunde alle Daten gemeint, die gespeichert werden beim Surfen. So, deshalb gehe ich jetzt hier nach benutzerdefinierten Einstellungen anlegen und kann jetzt entweder sagen, immer den privaten Modus verwenden, aber was ich gerne mache, ist einfach, der kann das zwar hier speichern, aber ich kann hier anhaken, die Chronik löschen, wenn Firefox geschlossen wird, gehe hier auf Einstellungen und kann hier alles anhaken. Das könnt ihr natürlich für euch, müsst ihr selbst entscheiden, was da alles gelöscht werden soll. Zum Beispiel die besuchte Seiten- und Download-Chronik ist ja nur lokal gespeichert. Ja, von daher könnte man das lassen, aber ich lösche das immer weg. So mache ich okay. Das heißt, wenn Firefox geschlossen wird, ist der Browser wieder aufgeräumt und man kann gar nicht richtig nachvollziehen, was ihr in der Sitzung vorher damit gemacht habt. Genau, so, dann gehen wir mal weiter. Schutz vor Aktivitätenverfolgung wird da unten nochmal spannend. Da würde ich sagen, immer. Und da, wenn man das aktiviert, ist auch Don't Track auch aktiviert. So, diese Berechtigungen werden einzeln auf Webseiten vergeben, da wird immer nachgefragt, von daher muss man da jetzt nichts ändern. Auch diese Warnung bei Add-on-Installation ist völlig okay. Dann gibt es hier noch eine Datenerhebung von Mozilla selbst, auch da kann der Haken raus. Hier gibt es jetzt die Möglichkeit, sich vor betrügerischen Inhalten schützen zu lassen. Da wird so vorgegangen, dass wenn ihr eine Webseite ansurft, dass die nochmal abgeglichen wird mit einer Liste, ob die auf einer gefährlichen, auf einer Blacklist sozusagen steht und auch da werden natürlich Daten übertragen. Diese Funktion ist sinnvoll, ich nehme sie aber trotzdem raus, die rüsten wir uns gleich noch anders nach. Ja, Firefox-Konto solltet ihr dementsprechend auch keins verwenden, auch da werden halt ja, Daten übertragen, die den Komfort jetzt nicht so sehr beeinflussen. Also lieber einen Passwortmanager verwenden für die Passwörter und dann hat man diese Probleme nicht. Was brauchen wir jetzt noch? Jetzt haben wir zwar den Browser ein bisschen das Mundwerk gestopft, dass der nicht so viel redet, aber wir brauchen auch noch ein Add-on, das heißt uBlock Origin und ich suche es eigentlich nicht hier oben, sondern ich gehe bei Firefox dann direkt auf Add-ons am besten und gehe dann hier auf Erweiterungen, rechts oben kann ich suchen und hier gebe ich jetzt einfach uBlock Origin ein. Wem das nichts sagt, uBlock Origin ist im Grunde ein Adblocker,
der coolste im Moment, auch wenn mehr Leute noch den Adblock Plus benutzen. uBlock Origin ist einen Tacken besser. Deshalb hier zu Firefox hinzufügen. Nochmal hinzufügen und okay, jetzt habe ich hier oben das Symbol, kann ich draufklicken. Gehe mal hier auf diese Einstellungen. Lösche mal hier diese Seitenleiste weg. So, und jetzt gibt es vorgegebene Filter. Und hier sind schon mal ziemlich viele und gute Sachen angehakt, die euch vor so einem Tracking schützen, aber es geht noch ein bisschen besser. Als erstes nehme ich mal hier die Adblock Warning Removal List. Das ist quasi der Adblocker-Blocker-Blocker. Das ist dann der, der aktiv wird, sobald euch eine Seite sagt, ihr benutzt einen Adblocker, schaltet den doch mal aus. Die wird damit deaktiviert. Und da gibt es noch ganz spannende andere Filter, nämlich die Enhanced Tracking List und der Privatsphäre. Die kann man noch mal einschalten. Auch da werden solche Tracker deaktiviert. Und hier sieht man schon Malware-Domains, die sind hier schon aktiviert. Das ist Domains mit Schadsoftware. Das ist im Grunde das, was ich vorhin deaktiviert habe. Damit, also das macht jetzt uBlock quasi. Das braucht man nicht doppelt, deshalb lassen wir das jetzt hier an und im Firefox aus. Ihr könnt natürlich hier nochmal durchgehen, Belästigung. Man kann hier diese Fanboys Anti-Third-Party-Social-Sachen ausschalten. Das heißt, die Facebook-Buttons werden nicht mehr geladen. Und so kann auch Facebook nicht mehr sehen, wer das surft. Es werden ja auch Profile bekanntermaßen angelegt von Leuten, die kein Facebook haben, sobald halt dieser Facebook-Like-Button irgendwo integriert ist. Genau, also da könnt ihr nochmal durchgehen und gucken, was für euch so das Richtige ist. Aber die wichtigen, die wichtigsten zumindest, was ich so sehe, habe ich jetzt mal alle angekreuzt. Man muss auch ein bisschen aufpassen, dass man halt hier nicht irgendwie doppelt Sachen ankreuzt, das bringt dann halt auch nicht viel. Genau, also das wären so zumindest meine Grundeinstellungen, die ich im Browser habe, damit der nicht zu viel ausplaudert. Einmal die Einstellungen im Firefox und die Empfehlung mit den uBlock Origin Filter. Da muss ich jetzt hier noch auf Änderungen anwenden. Ich mache hier jetzt nochmal aktualisieren und der Cache-Speicher wird gelöscht und dann sollte das einigermaßen funktionieren. Es kann natürlich sein, dass sich im Laufe der Zeit noch was ändert. Ich habe jetzt hier Firefox 59 gezeigt, 2018 haben wir. Das heißt, es können auch neue Optionen hinzukommen oder es kann natürlich sein, dass ich was vergessen habe. Deshalb schreibt mir es doch bitte in die Kommentare, falls ich was vergessen habe. Und alle anderen schaut doch in die Kommentare, ob da jemand was Vernünftiges kommentiert hat. Entweder Neuerungen oder halt auch Sachen, die ich jetzt hier vergessen habe, die man vielleicht auch noch deaktivieren sollte. Ja, ich freue mich über eure Teilnahme in den Kommentaren.